Ich habe hier die My Little Box. Wenn ihr sehen wollt, was drinnen ist, dann bleibt dran. Diesmal ist die My Little Box in einem zu dem Karton gekommen. Und da kam dann gleich dieses Säckchen raus. Hier natürlich auch der Folder. Juni 2022, Traumurlaub unter Palmen. Das ist ein schönes Thema, ne? In Kooperation mit Grace und Mila. Ja. Dann schauen wir uns die Box an. Also, dieses Säckchen. Hier in dem Säckchen, ihr seht schon, ist noch eine Tasche drinnen. Eine recht schöne Tasche, also ziemlich klein für meine Verhältnisse. Ich glaube, da kriege ich gerade mal mein Geldbeutel drum rein. Aber wenn ich das Geld irgendwo anders reingebe, dann ist das sicher eine schöne Tasche für einen Urlaub, um abends flanieren zu gehen, bummeln zu gehen oder auch für den Strand, um die Kleinigkeiten, die man so braucht, zu verstauen. Mir gefällt die Tasche ganz gut, so in braun und beige, also ich finde sie richtig schön. Auch sehr gut verarbeitet, finde ich. Und jetzt schauen wir, was drinnen ist. Da habe ich von Nature's Ecos eine Handcreme, Tukama, 40 Gramm. Replenishes the Sun and Science for Body. Schauen wir mal rein, ne? Vielleicht habe ich es euch ja noch gar nicht gezeigt. So, schauen wir hinein. Und so sieht die Handcreme aus. Ja. Ist auf jeden Fall was Gutes für die Handtasche, ne? Und du kannst eigentlich gleich in der Handtasche hier bleiben. So, dann habe ich hier einen Zettel. Die Sommerbox kommt, okay. Das ist die Ankündigung für die Sommerbox. My Little Box, make my lemonade. Make my lemonade. Das ist die Brand von Lisa Gadget, die im nächsten Monat Zusammenarbeit mit La Box frische, sommerlich bunte Vibes versprüht. Freu dich auf eine XXL-Box, die doppelt Spaß macht und also beauty und also beachy ist. Auf dem Programm steht der Inhalt von zwei Boxen. Ganze 5 Accessoires und 6 Pflegeprodukte machen dich startklar für den Sommer. Handelt sich dann um die Doppelbox von Juli und August. Ja, gut, sind wir informiert. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte drinnen. Und zwar einmal von My Little Beauty. It's just an exfoliant. Ein Körperpeeling. Schauen wir mal, ob ich da irgendwo den Milligramm finde. Es ist alles so hell geschrieben, dass ich das kaum lesen kann. Oh ja, 100 Milliliter. 100 Milliliter sind da drinnen. Schön. Und als letztes habe ich hier eine Deo-Creme von I&M. Spicy Energy Deo-Creme. Fair, Organic, Vegan. Okay, sieht so aus. Wenn ich sie aufmache, ist verschlossen. Riecht man auch nicht wirklich durch. Kann ich nicht sagen. Ich weiß auch noch nicht, ob das wirklich bei mir bleibt, weil ich habe mein Deo-Spray, den ich wahnsinnig gern habe. Und
deswegen weiß ich nicht. Aber vielleicht probiere ich es aus. Mal schauen. Ansonsten habe ich auf jeden Fall Abnehmer dafür. Ja, das war die Box, die schon Sommervibes versprüht, ne? Und von gefällt mir. Ja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Box haltet. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst mir gerne auch ein Like da und ein Abo vielleicht. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen und es würde mir sehr helfen. Vielen Dank, auch vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!